Servus Leute, Mike Wagner hier. Ich bin Lehrer und ich trinke jede Menge Kaffee und rede über Finanzen, Motivation und Erfolg. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt doch dabei. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr in ein ETF bei der DKB investieren könnt und ich werde euch den Prozess zeigen, wie ihr eben diesen Sparplan erstellen könnt. Und werde euch außerdem zeigen, welche Vor- und Nachteile ein ETF-Sparplan bei der DKB hat. Wenn ihr noch nie hier wart, findet meine Videos vielleicht ganz cool, dann schaut euch sie doch mal an und vielleicht abonniert ihr ja meinen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und wenn nicht, dann freue ich mich, wenn ihr das ein oder andere Mal nochmal vorbeischaut und vielleicht einen Kommentar da lasst, was ich besser machen kann oder was ich verändern könnte. Viel Spaß bei dem Video. Ciao. So, zum Beispiel ist es so, dass man erst ein DKB-Cash-Konto abschließen muss, also das Girokonto, um eben das Depot eröffnen zu können. Sobald man das gemacht hat, kann man ganz einfach online das Depot eröffnen. Wir werden jetzt gleich hier an den Schreibtisch gehen. Ich möchte euch vorher ganz kurz zeigen, warum es eben Sinn macht, zur DKB zu gehen und wo es eher ein Nachteil ist. Und zwar ist es folgendermaßen, ihr habt bei der DKB, wenn ihr den Sparplan abschließt, pro Sparbetrag 1,50 € die ihr zahlt, also ein Festbetrag. Bei vielen anderen Brokern ist es so, dass ihr keinen Festbetrag habt, sondern einen prozentualen Betrag des Ausgabeaufschlags, das heißt des monatlichen Betrags, den ihr eben sparen wollt. Hier ist es so, dass sich deshalb bei der DKB natürlich lohnt, je höher der Betrag ist, desto weniger zahlt ihr natürlich, weil ihr hier 1,50 € zahlt, egal wie hoch euer Sparbetrag ist. So, jetzt sind wir hier am Schreibtisch und gehen hier mal direkt rein. Wir müssen hier unseren Anmeldenamen eingeben und dann gehen wir direkt mal hier rein. Wir müssen jetzt noch unseren Namen bestätigen. Ja, wir sind jetzt hier auf der Landingpage der DKB. Ihr seht hier den Finanzstatus, DKB Cash. Hier unten seht ihr euer DKB Vermögen in dem Fall. Ich habe ja schon eben mal darüber gesprochen, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen Aktiv- und Neukunden bzw. Aktivkunden und jemandem, der eben kein Aktivkunde ist. Wenn ihr gerne nochmal wissen möchtet, was das bedeutet, dann klickt ihr einfach hier eben oben drauf. Wie gesagt, ihr braucht erst ein DKB-Cash-Konto, bevor ihr das Depot eröffnen könnt. Auf der Seite hier klickt ihr dann auf Depot bzw. Depot-Status drauf. Hier seht ihr jetzt die monatlichen Sparpläne, die angegeben sind. Ich habe jetzt mal rausgesucht, beziehungsweise die ich abgeschlossen habe. Ich habe jetzt hier mal rausgesucht den MSCI World und zwar als thesaurierenden ETF. Ihr seht hier die Seite von Just ETF. Ihr könnt euch dann hier auf Just ETF das Ganze anschauen. Wir haben hier zwei Nummern, das ist einmal die ISIN und die WKN. Die könnt ihr beide benutzen, um die dann dort einzugeben. Wir haben hier die ISIN, kopieren die mal und können die jetzt dann hier unten im Sparplanfinder beziehungsweise hier unten notieren. Hier seht ihr sie auch schon angezeigt. Nochmal, das ist sie. Wenn ihr nicht genau wisst, welche ISIN der ETF hat, den ihr besparen wollt, dann könnt ihr unten auch einfach auf Sparplanfinder klicken und könnt dann einfach eingeben ETFs auf den MSCI World und könnt ihr dann auch dort nochmal vergleichen. Das ist hier kein Problem. So, wir gehen jetzt hier auf neuen Wertpapier-Sparplan anlegen. Ich jetzt mal 400 €. Da ihr bei 400 € jetzt zum Beispiel nur 0,375% pro Ausgabeaufschlag zahlt und das ist im Vergleich zu Comdirect oder auch zu ING zum Beispiel natürlich ein Riesenunterschied, weil da zahlt man 1,5 bei der Comdirect, 1,75 bei der ING und 0,375 bei jetzt einem höheren Anlagebetrag macht das schon deutlich mehr Sinn. Ihr wählt hier eure nächste Ausführung. In dem Fall könnt ihr bei der DKB nur den 5. oder den 20. wählen. Es geht nicht wie bei anderen Banken direkt am 1., dann auch noch vielleicht am 5., am 14., am 23. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Bei anderen Banken hier gibt es nur den 5. und den 20. Und dann könnt ihr den Monat auswählen. Hier ist es aber so, dass ihr selbst entscheiden müsst, wollt ihr monatlich, zweimonatlich oder vierteljährlich den Sparplan abschließen. Da wir das monatlich wollen und gehen jetzt eben runter, wir müssen hier das noch bestätigen mit den Verkaufsunterlagen. Hier seht ihr nochmal den Fonds angezeigt, den ihr besparen möchtet und dann klickt ihr einfach auf. Jetzt wird euch alles auch nochmal hier ebenfalls angezeigt. Ihr müsst das Ganze bei der DKB mit einer TAN-Bestätigung durchführen bzw. bestätigen lassen. Jetzt wurde mir auf mein Handy eine TAN zugeschickt. Da muss ich eben in die App kurz reingehen. Diese App heißt DKB TAN2Go und dann
kann man hier draufklicken, dass die TAN für die weiteren Wertpapiersparaufträge, die ihr abschließen wollt, jetzt im Nachhinein direkt heute noch gespeichert wird quasi. Und dann klickt ihr auf kostenpflichtig abschließen und zack, seht ihr hier direkt den Sparplan. Was ihr eben nicht machen könnt, ist, ihr könnt leider keine Aktiensparpläne abschließen. Und das ist hier meiner Meinung nach der große Nachteil. Das ist auch der Grund, weshalb ich zum anderen Teil noch bei der Comdirect bin. Der hauptsächliche Grund eben, weshalb ich zur DKB gegangen bin, ist, dass man hier kostengünstig ETF-Sparpläne abschließen kann. Und ich möchte euch doch jetzt hier auch noch zeigen, wie ihr euch euren Sparplan nochmal genau anschauen könnt. Und zwar, indem ihr nochmal auf Wertpapier-Sparpläne klickt. Hier unten wird euch jetzt angezeigt, dass das beantragt ist. Und hier könnt ihr draufklicken und da seht ihr dann die Entwicklung in der letzten Zeit dieses ETFs. Hier ebenfalls könnt ihr nochmal auf Kaufen, Sparplan klicken und so weiter. Hier seht ihr die Entwicklung am Handelstag, also heute ist Freitag, seht ihr, mit 50 Euro gestartet und bei 51,23 Euro, das kann sich natürlich deutlich verändern in dem Fall. Und hier seht ihr die Entwicklung über die letzten 52 Wochen. Ihr seht jetzt ganz genau nochmal hier oben ein Morningstar Rating und hier könnt ihr auch nochmal euch die Größe oder das Volumen des ETFs anschauen, was für eine Ertragsausschüttung ihr hier habt, also thesaurierend oder ausschüttend, und die Performance-Entwicklung. Hier unten könnt ihr euch dann die Entwicklung im letzten Jahr, in den letzten 3 Jahren und in den letzten 5 Jahren anschauen. Und da seht ihr dann, dass es eben hier in dieser Zeit jetzt mal ordentlich nach unten gegangen ist. Ja, ihr seht auch den Anlagehorizont, den Anlageschwerpunkt, eben Aktien international. Und da habt ihr nochmal eine übersichtliche Möglichkeit hier, euch das Ganze anzuschauen. Und jetzt gehen wir rüber. Ich werde das Ganze noch abschließen. So, ich hoffe, das Video war übersichtlich für euch und ich konnte euch mal zeigen, wie ihr eben so einen ETF-Sparplan bei der DKB abschließen könnt und warum es eben Sinn ergibt oder für wen es einen Sinn ergibt, das bei der DKB zu machen oder für wen eben nicht. Ich habe euch ja den Unterschied zwischen ETF und Aktiensparplänen hier bei der DKB erklärt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr Bock habt, weitere Videos von mir zu schauen oder das interessant oder hilfreich fandet, dann klickt doch mal auf Like oder abonniert vielleicht meinen Kanal. Ich würde mich wirklich super darüber freuen. Ich mache hier weiterhin Videos über Finanzen, Motivation und Erfolg, weil ich glaube, dass man darüber sprechen muss. Und ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.